Berlin-Buchholz 1962. Ich, ein kleiner Junge in schmalen Schuhen, aber mit großer Neugier. Ich wohnte in einem schönen großen Haus. Unten am Eingangstor stand Kinderheim. Ganz in der Nähe eine Kirche, wo die Straßenbahn Nummer 49 ihre Endhaltestelle hatte. Direkt daneben ein sehr altes Wirtshaus. Zum Eisernen Gustav. Mit Biergarten, großen Tischen und Holzbänken. Ich, das Kind, durfte nicht rein. Ich beobachtete die Leute, die ein- und ausgingen, meist Männer. Manche blieben stundenlang. Sie tranken Bier und Schnaps. Die Treppe wurde manchmal zum Problem. Sie taumelten hinunter. So mancher stürzte. Einige spuckten einfach, taumelten vom vielen Bier. Ich war verwirrt. Der Wirt wirkte hilflos. Es fiel ihm schwer zu sagen, ihr habt genug getrunken, für mich seid ihr ohnehin nur Halunken. Nein, das sagte er nicht. Er gab weiter Bier auf Bier und Schnaps. Es gab einen Gast, schon etwas älter. Der hieß Kaiser. Immer sehr adrett gekleidet, so mit Schlips und Kragen. Er saß stets am hinteren Tisch. Er aß gerne mal Rollmöpse und eingelegte Salzgurken. Die lutschte er genüsslich. Er wollte den vollen Geschmack. Der Tisch knarrte. Der Tisch war alt. Kaiser war mittelalt, so um die 40. Sein Haarlicht, er hatte Segelohren. Da konnte er nichts machen. Als Kind wurde er gehänselt. Da dachte er, er könnte sie anheften, einfach annähen. Jedoch, er tat es nicht. Er trug Hut. Der Hut saß auf den Ohren. Der Hut war nicht in der Lage, die Ohren zu verdecken. Er trank kleine Biere und Korn. Er sagte, Molle und Korn bringen mich nach vorn. Ein Trugschluss. Ein Vorwärtskommen war nicht zu erkennen. Oft schrieb er in sein Tagebuch. Und als der Mensch erkannte, dass es im Leben nie so sein wird, wie er es gerne hätte, versank er in tiefe Traurigkeit. Ein Mann, ein paar Worte, verbrüdert in Melancholie und Einsamkeit. Im Rausch dachte er manchmal an seine Frau. Sie hatte ihn verlassen.
Sie sagte, du bist ein Trinker, ein Träumer und dann noch ein erfolgsloser Dichter. Du bist nicht gebildet und hast diese schrecklichen Segelohren. Du kannst keine Fremdsprache, kein Englisch, kein Französisch, kein Russisch. Nein, das kannst du nicht. Du bist ein erfolgsloser Dichter. Sie wollte einen Mann mit guten Posten und hohem Gehalt. Jeden Monat pünktlich aufs Konto. Zack, zack. Das hatte er nicht. Sie sagte, du gehst aus meinem Leben, verlässt meine Wohnung und ich bleibe fortan für mich. Und als der Mensch erkannte, dass es im Leben nie so sein wird, wie er es gerne hätte, versank er in tiefe Traurigkeit. Ich weiß nur eins. Molle und Korn, Molle und Korn, bring mich nach vorn. Molle und Korn.